Wade hatte sich schon aus schlimmeren Situationen herausgeredet. Hörte man ihn über Midway reden, wusste man, dass ihm Übertreibungen nicht fremd waren. Die Geschichte klang bei jeder Erzählung etwas anders. Er fügte seiner Abschussliste ein paar Zeros oder einen Flugzeugträger hinzu. Aber ich habe die Berichte über den Tag gelesen. Wenn Wade übertrieb, dann nur etwas. Denkt daran, unser Primärziel ist die Zerstörung der beiden japanischen Träger. Die VS- und VB-Staffeln übernehmen je einen. Jagdstaffel 6 gibt Deckung. Wenn das Wetter hält, sind wir raus, bevor sie uns bemerken. Dieser Sieg sichert uns den Pazifik. Und jetzt raus da und erledigt die Träger. Als wäre der Einsatz echt schon schwer genug. Jetzt hängt der ganze Krieg davon ab. Entspann dich, Hernandez. Dafür wurde ich geboren. Ich aber nicht. Vamos, Jax. Die Reparaturen wurden heute Morgen fertig. Sie wartet auf dem Flugdeck auf uns. Sie hat einen Namen. Du hast sie getauft. Unsere Maschine und nichts gesagt. Du hast nicht gefragt. Ob die Aufklärung mit der Flottenposition recht hat? Hoffentlich. Wenn wir das hier schaffen, schreiben wir Geschichte. Klar, aber ich will heute noch nicht Geschichte sein. Also tu uns den Gefallen und verzichte auf deine irren Stunts. Stunts? Autsch, Kumpel. Deko, fragst du dich nie, warum du noch nicht befördert wurdest? Warum das, Klugscheißer? Weil das hier nicht die Wade Jackson Show ist, Amigo. Es ist Krieg. Wir wollen alle nur gewinnen und heimkehren. Das ist nur die Silos und ich bring uns heim. Hey, haltet den Aufzug an! Ich helfe dir, Jackson. Bring uns hoch! Wie viele Orden kriegen wir wohl, wenn wir das hier schaffen, Jackson? Kriegen? Sie werden eine nach mir benennen, Miller. Denk daran, dass wir da oben ein Team sind. Bleib diesmal in Formation, sonst nimmt der Sarge dir beide Streifen. Die Formation hindern mich nicht. Den Scheiß muss ich ertragen. Wie herrlich. Ideales Wetter zum Fliegen. Hoffentlich bleibt es so. Es wird Zeit! Manus a la Masa! Unsere Lady wartet! Ich sehe, Mäuse, dass ich mehr Zeros abknalle als den Jackson. Komm schon, ermutige ihn nicht noch! Check für Sugar 17. Ich höre dich laut und deutlich. Intercom funktioniert. Hey, Sie führen die Vorflugkontrolle durch. Mit den Höhenrudern hinten. Höhenruder okay. Okay, Jackson, prüf die Querruder. Rechter Flügel okay. Gut, jetzt das linke Querruder. Linker Flügel okay. Gut, dreh den Motor hoch. Pass auf, dass er keine Aussetzer hat. Er schnurrt! Na, klingt gut, dann gleich weg. Sugar 17 hier. Freigabe zum Start. Okay, jetzt bring sie nach oben. Bereit, Hernandez? So bereit, wie man mit dir nur sein kann. Okay, alles klar. Volle Kraft.
gibst du mir irgendwann ihren Namen? Welchen? Von der Maschine, dem Flugzeug. Das hast du noch nicht losgelassen? Worüber möchtest du denn reden? Schön, verheil deine Geheimnisse.
Meine Torpedobomber sind unten. Werden abgeknallt, wir müssen los. Torpedobomber antwortet nicht. Wir verlieren zu viele. Nach oben für letzten Sturzflug. Wow, was? Geht so hoch wie möglich für den zweiten Sturzflug. Die sind direkt hinter uns. Oh, Scheiße. Jungs, die schießen immer noch auf uns. Sind wir sie los? Ich sehe sie nicht. Ein paar hundert!
als Heißsporn, als einen Helden. Das war sein Widerspruch. Er ist einer der großartigsten Piloten in diesem Krieg. Aber er brauchte ein Team. Das Problem war, er musste es sich eingestehen.